Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei Bastelspaß am Dienstag. Heute ist unser Thema Box mit Deckel. Und damit das Video nicht allzu lange dauert, starten wir sofort. Zwar als erstes brauchen wir ein Schneide- und Falzbrett. Für den Boden brauchen wir ein Papier in der Größe 14 cm mal 14 cm. Die Fusseln ein bisschen abputzen. Das falzen wir auf allen Seiten bei 4 cm. Das wird eine kleine Box werden. Dass man eine Kleinigkeit verschenken kann. So, auf allen vier Seiten gefalzt bei 4 cm und dann brauchen wir noch den Deckel. Und für den Deckel habe ich hier ein Motivpapier. Das schneiden wir uns zurecht bei 11,2 11,2 mal 11,2. Und das falzen wir uns jetzt auf allen vier Seiten bei 2,5 cm. So, unser Schneider am Falzbrett kann zur Seite. Wie ihr seht, das ist der Deckel. Das ist der Boden. Den Boden werden wir uns jetzt erstmal einschneiden. Auf vier Seiten. Und ich werde mir hier die Klebelasche ein bisschen abkürzen, dass sie nicht zu groß ist. Und einschrägen. Dasselbe mache ich auf der gegenüberliegenden Seite. Auch wieder einschrägen. Das gleiche auf dieser Seite, also genau gegenüber. Pi mal Daumen. Auch einschrägen. Letzten Seite.
So, und so sollte euer Deckel, euer Boden jetzt aussehen. Der Rest kann weg. So soll er jetzt aussehen. Falzen wir gleich mal alles nach. Und wird jetzt so zusammengebaut, geklebt. Nehme ich wie immer meinen VBS-Kleber. Der klebt für mich am besten. Trocknet schnell ein. Schön Kante auf Kante. Wie ihr seht, klebt relativ schnell. Schön Kante auf Kante. So, dann gehe ich noch mit meinem Falzbein drinnen nach. So, das ist unser Deckel, unser Boden. Jetzt machen wir das gleiche mit dem Deckel. Da schneiden wir auch ein. Ein bisschen ab. Ihr könnt hier auch, wie ihr wollt, eure Klebelasche ein bisschen abkürzen. Und einschrägen, wie ihr das wollt. Gegenüberliegende Seite. Ihr müsst auch beim Deckel kein Motivpapier nehmen. Ihr könnt auch einen normalen weißen Cardstock nehmen oder für den Deckel einen weißen Cardstock und oben einen bunten Cardstock. Und ich wollte aber diesmal ein Motivpapier verwenden. Da ich so viele habe. Einschneiden, so. Mist kann weg. Dann falzen wir alles nach. So, und jetzt können wir auch den Deckel zusammenkleben. Dann werden wir gleich sehen, ob der Deckel auch passt. Wieder schön Kante auf Kante. So. Schön Kante auf Kante setzen. Und mit
Falzbein wieder ein bisschen nachdrücken. So. Und unsere kleine Schachtel ist fertig. Jetzt werde ich noch gucken, ein kleines bisschen Deko oben machen. Und dann, ja, ich werde mir mal Deko suchen, bin gleich wieder da. So, ich habe mir hier so eine Rose ausgesucht. Ich werde diese Glitzersteine vom Teddy werde ich verwenden. Und hier habe ich einen kleinen Spruch, einen kleinen Glücksbringer. Den werde ich mir nur schnell ganz kurz zurechtschnippeln. Und zwar werde ich mal gucken, wie viele Zentimeter das hier sind. Nachdem ganz. Hier mal hier so abschnippeln. So. Uns das hier so ein bisschen einkringeln. Das werden wir uns dann hier so drauf machen. Dann können wir hier noch ein bisschen abschnippeln. Abschneiden, so dass wir hier ein bisschen eine Höhe haben. Ein bisschen runterdrücken, dass es nicht zu hoch ist. Kleiner Glücksbringer. Mit der Blume. Und dann werden wir hier, genau das werden wir jetzt mal so aufkleben. Und wie gesagt, dieser Kleber ist wirklich schnell trocknend. Der klebt auch sehr viel. Klebt sogar Holz. So, das werden wir hier jetzt so drauf. Dann den Spruch. So ein kleines bisschen unter die Blume rein. Genau so. Werden wir uns das hier ein bisschen flach drücken. Unten. Dass es auch hält. Jawohl. Und jetzt noch ein paar Glitzersteinchen. Und dann sind wir schon fertig.
Wasser. Und das ist meine kleine Anleitung für euch heute zum Thema Box mit Deckel. Ich hoffe, das Video hat euch wieder gefallen. Seid auch gerne beim nächsten Mal wieder dabei. Schaut auch bei der lieben Melanie vorbei. Ihren Kanal, der Melli26, ist wie immer unten in der Infobox verlinkt. Wenn ihr kein Video mehr zu Bastelspaß am Dienstag verpassen wollt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr ein Abo da lasst und aktiviert dann auch die Glocke. So verpasst ihr kein Video mehr von mir. Dann wünsche ich euch jetzt einen wunderschönen Tag und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, meine Lieben. Tschüss.